Willkommen zurück bei Elden Ring. Ich habe das Spiel, seit ich es damals zu Ende gezockt habe, nicht mehr angefasst und bin jetzt wieder reingeritten, denn der DLC steht ja vor der Tür und wir müssen noch einen Boss legen, und zwar ist das Mog. Den haben wir noch nicht gemacht, warum auch immer, der ist uns durchgeflutscht. Wir haben es ja damals blind gespielt, nahezu blind. Ich habe keine Wikis oder sonst welche Hilfen zur Verfügung gehabt und jetzt müssen wir so ein paar Sachen noch machen, damit der DLC funktioniert. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Ich habe mir ganz kurz mal was auf YouTube angeguckt, damit ich ungefähr eine Ahnung habe, wie wir da hinkommen. Der Chat darf mich gerne lotsen. Natürlich will ich nichts über den Boss selber wissen. Aber der Weg dahin, den können wir mal gemeinsam machen. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar, einmal bin ich hier. Und da ist eine Quest, die wir jetzt mit diesem Varé machen können. Und das andere ist, und das wäre, glaube ich, der kürzeste Weg, jetzt können wir einfach hier über diese Gnadetunnel von Yelok Anix möglichst schnell dahin kommen. Es gibt aber, wie gesagt, auch die Möglichkeit, hier diese Quest zu machen. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Wir haben es jetzt ja nicht so eilig. Das ist mein Charakter. Ihr könnt natürlich das komplette Elden Ring durchgespielt auch bei mir auf dem Kanal sehen, aber wenn ihr Wilbald noch nicht kennt, ich muss ihn auch erstmal wieder neu kennenlernen, weil das so lange her ist. Das ist Wilbald. Ich hatte so ein Blutbild, mit so zwei Katana, blutige Ströme und das blutige Uchi-Katana, was, glaube ich, echt das Standard-Katana ist, was man zu Beginn des Spiels erhält, was jetzt auf plus 25 gelevelt ist. Und da mache ich dann halt Blutungsschaden und das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Ob das jetzt immer noch ein guter Bild ist oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht mit irgendwelchen Wiki-Sachen optimiert, aber es ist für mich gut, so wie es ist. Und wir reden jetzt erstmal mit ihm hier und da werdet ihr sehen, ich hatte... Be sure to try that finger I gave you. I'm quite certain that you'll take to it. Ja, so, das ist dieser Finger und der Finger, von dem er spricht, das ist... Hallo, wo ist er? Einer von denen hier. So, und jetzt können wir mal eine andere Welt invasieren. Ich glaube, das müsste der hier sein, oder? Versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Ich glaube, der ist das. Und wenn wir dann dreimal eine andere Welt besucht haben, dann ist er happy mit uns. Wir können aber auch alternativ, glaube ich, gegen NPCs kämpfen. Aber wir machen jetzt mal, dass wir diesen hier nehmen und in eine andere Welt reingehen. Ich glaube, der ist das hier. Versuch's mal im Startgebiet. Ja. Das war hier unten, ne? Oder? War das hier? Weiß nicht genau, was diese Kreise bedeuten. Oder hier vielleicht? Können wir mal hier hingehen. Ich weiß nicht, ob ich ein Passwort drin habe, ehrlich gesagt. Ich probiere das jetzt hier nochmal. Bisschen hier weiter rüber. Hallo Händler. Die Quest geht auch ohne PvP. Ja, ich weiß, genau. Ich will es aber gerne ausprobieren. Hier, ne? Oh ne, ich bin viel zu weit. Doch wieder hier. So, wir probieren es nochmal hier. Wenn es nicht klappt, dann machen wir das ohne. So. Das sollen wir mal probieren. Ey, wieso kann ich nicht? Hallo? Wieso geht das hier nicht? Hallo? Okay, ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Kann ich einmal ansetzen? Warte mal. Wieso kann ich mich denn jetzt... Hat das schon geklappt? Warte mal. Das würde man doch sehen, oder? Was ist denn jetzt los?
Hallo? Okay, warum kann ich nicht an diese Gnade ran? Was genau ist jetzt geschehen? Das ist weird. Hallo, hallo? Ich bin ja noch nicht in einer anderen Welt. Okay, das ist mega weird. Ein Boss ist? Nee, hier ist kein Boss. Dongo! Hey, was geht ab? Hey, Dongo! Und auch Lowside, vielen lieben Dank für den Support. Ich check nicht, was hier Phase ist. Ich will doch einfach jetzt bitte nur kämpfen. Was ist hier los? Verbackte Gnade. So, jetzt. Komm. Anyone. Ich bin ready. Keiner will gegen mich kämpfen. Ah! Yes, warte, es geht. Es geht, es geht, es geht. Okay. Irgendwas. Hallo? Läuft? Ja? Let's do it. Ha! Geil. Okay. Das ist sehr sensationell. Mal gucken. Was? Aber jetzt muss ich den suchen, ne? Oh Gott. Ist er da, wo das goldene Zeichen ist? Ah ja. Phase. Läuft der nur weg? Okay, sind zu zweit, alles klar. Ey, warte mal, wieso bin ich raus? Was war das denn? Hä? What? Ich hab das falsche Item benutzt, oder was? Ach, nein, jetzt hör doch mal auf zu trinken! Meine Güte! Wie krieg ich jetzt wieder meine Flasche? Wie war denn das nochmal? Wie krieg ich nochmal meine Flasche raus? Wie kann ich nochmal wechseln? Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Nee, das, guck mal, das Problem. Nee, das ist nämlich anders bei mir. So, ich hatte die Steuerung gewechselt. So, weil das. Ja, jetzt check ich's, okay. Ich hatte damals die Steuerung umgestellt. So, jetzt geht's los, okay. Was ist das denn? Der war unsichtbar. Hallo? Ist er das? Ich will die aber nicht runterfallen. Ist das jetzt, wollen die mich hier runterschubsen? Was soll denn das? Jetzt warte doch mal. Ist das eine Falle?
hier ein Abgrund gleich, in den ich reinlaufe? Man sieht ja nichts. Okay, wo ist der denn, der Heini? Der läuft einfach weg. Der will sich mir nicht stellen. Wo? Hat er sich versteckt? Sag mal, ist Feigheit hier erlaubt? Der muss doch hier sein. Der will mich runtertreten, oder? Das ist hier irgend so ein Gag. Der will, dass ich den Abgrund runterfalle. Jetzt stelle ich mich hier hin und dann werde ich von hinten umgetreten oder so. Was ist das? Ist er da unten? Hier falle ich doch runter. Ich weiß ja nicht, wie tief es da runter geht. Kann ich hier runter? Ah, das ist doch nicht so tief, oder? Ich glaube, da kann ich runter. Warte. Hier irgendwo. Wie sieht's aus? Doch, das geht. Ah ja, sehr gut. Okay, das geht. Und dann hier lang. So. Ich war mir nicht sicher, ob das ein tiefer Abgrund ist. Ist er das? Ah ja. Grüße dich. Jetzt geht's los. Ah, verloren. Ich lebe. Was ist denn hier? Achso, ich hatte nur noch... Ich hatte gar nichts zum Saufen mehr. Ich hatte nur noch dann das nächste Mal wieder dieser blutige Phantomfinger, den ich jetzt komplett unnötig 27 Mal benutzt hatte. Okay, ich glaube, wir haben verloren. Zu meinem Leidwesen. Ich wollte mich heilen. Aber ich hatte gar keine Flasks mehr. Deswegen, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Die haben einfach auf Heilen gedrückt. Okay, jetzt weiß ich aber, was mich erwartet. Das war alles nur jetzt Geplänkel. Kann ich denn... Warte mal. Ja, jetzt machen wir jetzt nochmal. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. War ein Reinkommer, genau. So, jetzt kommt. Freunde, ich bin bereit für euch. Los. Invasieren Sie. Man möge mich hinüberschicken. Nach Jahren direkt PvP ist auch mutig. Ja, nee, passt schon. So läuft das jetzt. Let's go, let's go. Was? Wieso? Gescheitert? Das ist doch blöd. Ich werde es erneut probieren. Nee. Dann ist es ja noch aktiv. Los, bringt mich hinüber. Jetzt habe ich das auch gecheckt. Ich habe nur 5 Flasks. Also man hat deutlich weniger Flasks. Und wenn die alle sind, dann switcht er direkt rüber. Inversionsversuch läuft. Flaskmaster, genau. Macht euch keine Sorgen, wir schaffen das jetzt.
Hast du schon Malenia gemacht? Ja, ich habe eigentlich alle, also bis auf diesen Mock habe ich, glaube ich, alle gemacht. Ich habe das Spiel ja durchgespielt. Wo sind denn alle? Übrigens, ich glaube, der hatte die gleichen Bild wie ich, ne? Also man kann nicht mal sich beschweren, dass es daran lag, dass er bessere Waffen hatte oder so. Ich glaube, der hat einfach knallhart exakt den gleichen Bild wie ich gemacht. Was schon auch ein bisschen lame ist, mir alles nachzumachen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kann ich in der Zwischenzeit gegen jemand anderen kämpfen? Hier ist niemand, ne? In der Szene bekannt als der Nils-Bild, ganz genau. Hallo! Ist nicht beeindruckend, wie der Baum hier lichterloh brennt? Ist auch ein bisschen traurig, oder? Ich warte auf die Invasion, aber irgendwie will er nicht. Ja. Ich mach's sonst nochmal neu. Der hatte ja eben eine Fehlermeldung, nicht, dass er jetzt in einem Stau steht oder so. Brech das ab, mach's neu. Mal gucken. So. Vielleicht probiert's, klappt's jetzt ja nochmal. Level Gap bestimmt zu groß. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das, ob man runtergestuft wird in irgendeiner Form. Der war ja gerade echt, also es war ja gespiegelt, der Typ hat ja exakt gleichen Sachen wie ich. In Level 134, ich weiß nicht, was bin ich eigentlich für ein Level? 156. Schon sehr gut. Überragend. Ja, komm jetzt. Ich würde mir schon sehr wünschen, dass das jetzt klappt, aber wenn es überhaupt nicht klappen sollte, dann machen wir das anders. Pflücken wir noch ein paar von diesen Früchten. Ich glaube, die habe ich nie benutzt. Ich habe so viele Sachen im Inventory. Ich weiß gar nicht, man kann ja Sachen craften. Ich glaube, ich habe das nie gemacht. Immer eifrig gepflückt. Aber nie wirklich irgendwas gemacht. Hier, was habe ich hier? 232. Oh, 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 oh. Ich glaube, es geht los. Stand doch gerade. Hat es jetzt wieder abgebrochen? Hallo? Was ist das für eine Rüstung? Baumrüstung des Schmelztiegels. Fuck. Meine Rüstung. Fuck. Ah, ich habe keine Rüstung. Hey, was soll das denn jetzt? Ich habe die aus den ausgezogen. Ich kann doch jetzt nicht ohne Rüstung einfach sein. Warte mal, jetzt nicht mich angreifen, bitte. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, 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 okay. Okay, okay. Das ist ja einfach. Das war jetzt eigentlich einfach total gemein. Warum dürfen wir eigentlich zu zweit sein? Die waren ja zweimal von mir jetzt, ne? Aber warum ist es denn erlaubt, dass die einfach so zu zweit rumlaufen, während ich ganz alleine bin?
Hat man nicht früher gesagt, dass es sowas unehrenhaft ist? 2 gegen 1, das ist ja quasi doppelt so viele wie ich. Und doppelt so viele Feinde wie ich. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen schlauer sein. Ich habe natürlich jetzt auch mich direkt im Kampf gestellt. Aber man kann ja auch die Welt um einen herum ein bisschen nutzen. Man kann ja auch die NPCs mit einbeziehen. Da war ja gerade noch so ein anderer Johnny. Oh, wo bin ich jetzt hier? Ist das hier ein Feind oder? Ich weiß nicht. Bleib stehen! Okay. Ja, ihr habt gesehen, man kann mich zwar 2-mal besiegen, aber kein Mensch kann mich 3-mal besiegen. Das geht einfach nicht, ist unmöglich. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Stell dir vor, der Boss hat nur noch 1 HP und dann kommst du. Ich hab nicht hundertprozentig verstanden, was da gerade vor sich geht. Die haben auf jeden Fall gegen irgendjemanden. War das ein Bossfight? Haben die gegen den Boss gekämpft? Und ich habe den einfach komplett den Bosskampf ruiniert? Das muss man jetzt erstmal einordnen, ne? Die waren ja mit irgendwas beschäftigt. Waren die nicht sogar zu dritt? Am Ende war ja noch dieser andere da. Okay. Alles klar, nehmen wir mit. Das war der Endboss? Das war nicht der Endkampf. Das war doch nicht der Endboss. War das der Endboss? Ich bin nicht in den Endkampf reingeglitscht. Das war Elden Beast. Ich weiß es gar nicht mehr. So lange her. Ja, wirklich? Ich bin in den Endboss reingeglitscht und hab die einfach komplett kaputt gemacht und die wissen überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Die wurden genielst. Ich hab die einfach knallhart genielst. Ich bin in den Endboss reingewählt. Ja, das ist ja hammergeil. Was spielen die auch zu dritt, die Loser, oder? Ja, komm. Ist doch ein bisschen lustig, oder? So, jetzt kämen wir, glaube ich, wieder zurück zu dem Johnny hier. Dafür müsste ich aber erstmal leider den weiten Weg hier. Das war Radagon. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist echt lange her. Viele Bosse sind seitdem gestorben. So, ich meine, von hier müssen wir jetzt genau eigentlich so westlich nur. Und dann kommen wir dahin zu dieser Kirche. Ich glaube, es gibt noch einen Bonfire hier irgendwo unten. Wenn wir ein bisschen weiter südlich reiten. Oh, guck mal, diesen Riesenhorn. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt hier. Was hat er gedroppt? So, wenn wir ein bisschen weit nach Süden, dann müsste da noch ein Bonfire sein. Mass Effect, vielen lieben Dank. Also, was haben wir denn hier alles? Ah, guck mal hier, tatsächlich, das Ding ist neu hier, oder? Hier war ich noch nicht. Gibt immer noch Ecken, die ich einfach nicht besucht habe.
Wie könnte das sein? Was ist denn das hier für ein Haus? Klopf, klopf. Ist jemand zu Hause? Wohnt hier einer? Steht der NPC rum? Nö, ne? Gar nichts. Einfach nur ein Haus. Da. Den habe ich original übersehen. Der brät sich so Krabben. What are you looking at? You trying to start something, mate? What the hell is wrong with you? You trying to start something? Piss off. Before I crack you in half. Also wir alle wissen, was beim dritten Mal passiert, ne? Ich weiß, ich kenne den Johnny nicht. Ich weiß gar nicht, ich frage ihn einfach nur. Wenn ich ihn nochmal frage, wird er sauer und mich angreifen. What the hell is wrong with you? You trying to start something? Piss off. Okay, der redet nur. Before I crack you in half. Kann ich ihm die Krabben klauen? Oh. Ja, was soll ich? Soll ich ihn jetzt angreifen oder was? What the hell is wrong with you? Piss off. Der bedroht mich einfach nur. Ist ein Quest-NPC? Nee, dann lassen wir den. Wer weiß, was da nochmal kommt. So, wir müssen jetzt Richtung Westen reiten. Bisschen mehr so in die Richtung. Die ist nicht mehr machbar. Ja, okay, schade. So, da ist diese Kirche dann gleich. Leider muss man da immer hinreiten. Aber wir sind leicht mehr so in diese Richtung. Na, wo ist sie? Warte mal, wo reite ich? Doch, das ist. Da ist sie, da oben. Kommen wir rauf mit dem Pferdchen? Jawohl. Okay, jetzt können wir mit ihm reden. Und ihm die frohe Kunde überbringen, dass wir richtig geil invaded haben. Oh, Lambkin, so pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my Lambkin? Lambkin. Salbt mich. Yes. Who would have it any other way? Nun salbeten Sie mich, der Herr. Take this. Was ist das? Gunst des Fürsten des Blutes. Okay. For your final trial. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally, this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. Okay. The cloth is of the blood of anyone. So, und ich weiß jetzt, weil ich mir ein Video angeguckt hatte, dass es irgendwo eine Jungfer gibt, die eh schon tot rumliegt oder so. Wo man nicht mehr grausam sein muss und sie da niederstreckt, sondern man kann einfach den Lappen in ihren Leib legen und dann saugt er sich voll. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Ganz am Anfang. So, lass uns mal kurz gucken. Das, der Anfang, warte mal, wo war nochmal genau der Anfang? Der war nicht. War der hier eher oder? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Nee, warte. Boah, ist das lange her. Ganz oben rechts über Lucaria, dem Wassergebiet. Ganz oben rechts über Lucaria. Also hier ist ja das Schneegebiet, warte. Hier ist das Seenland. Das wäre ja das hier.
Bei einer der Kirchen. Warte, lass uns mal gucken. Ist das hier? Ne, das ist das Anwesen von Karia. Das ist es nicht. Königliche Ruinen. Oder da ist die alte Fingerleserin. Nordöstlich von deiner Position in Lyurnia und der Kirche rechts vom Aufzug. Würde empfehlen, auf die Insel Unterburg Sturmschleicher. Also, warte. Hier ist Limgrave, da hat es auch angefangen. Hier ist Lyurnia. So, lass uns mal gucken. Kirche der Inneren, jetzt ein Stück rechts noch die Kirche am Berg. Turm der rasenden Flamme. Ruinen übersäter Abgrund. Renners Turm. Das ist dieses Gebiet mit diesen Türmen. Ne? Hier war doch der Drache. War das hier mit den Drachen? Ja, ne? Verlassener Sarg. Warte, hier sind die Ruinen von Windham. Ah, dieser Delay ist ein bisschen nervig, ne? Ah, hier ist der Aufzug. Kirche der Inhibition. Hier ist das. Ich habe alles angesehen außer der Kirche, ja. So, da liegt sie. Ist sie das? Die Holde Maid? Ja. Okay. So, jetzt haben wir den Lappen da getränkt und werden jetzt wieder zurückreisen. Wir haben jetzt ja... Das ist hier ein bisschen näher dran. Und jetzt geben wir ihm den. Und dann salbt er uns so. Mal gespannt, wie so eine Salbung abläuft. So. Auf, kleines Pony. Ja, vielleicht gibt es auch mehrere blutende Jungfern, ich weiß es nicht. Hallo. Ich habe ihn nochmal aufgeweckt. Er hat nicht Wache gehalten. Er war dran mit Wache und hat einfach nicht... Okay, das wäre super frech. Der war sehr sauer. Ich kann es verstehen, er hat Mittagsschlaf gemacht. Ich wäre auch stinkig gewesen. So sind wir noch auf Kurs. Ein bisschen rüber hier. Da. Oh, guck mal, da sind Feinde. Aber an denen galoppieren wir einfach vorbei, oder? Hallo, Freunde. So. Wir hinterher an den, ne? Completed your final trial, and with this, you are a formal inductee, a knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Okay, ehrlich gesagt, normalerweise würde ich das nicht machen. Der ist mir total suspekt, der ist blutbeschmiert, der wirkt wie so ein alter, schlecht ausgebildeter Chirurg. Was macht der da jetzt? Was machst du da? Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Au. Aber das ist jetzt nicht mein eigener Finger, den du mir gerade gegeben hast, oder? Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. Oh, another thing. Ah, immer noch mal nachfragen. This. Noch ein Finger? Medaille des reinen Blutritters. A medal granted by the new Moguin dynasty, with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you, but you mustn't use it just yet.
The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Mog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Ah, it is try. One day you will be elevated, right, my lambkin? Ich glaube, der ist jetzt mit dem durch, oder? Ja. Ja. Okay. Ja. So, okay. Ich wollte das so machen, einfach weil ich das mal einfach machen wollte. Klar, wir hätten auch über den Schnee gehen können, aber ich wollte noch mal kurz was gucken. Was kann hier eigentlich das Ding hier? Können wir nicht noch ein bisschen... Weil es gibt da so eine Maske. Okay, jetzt haben wir das Ding. Ich weiß gar nicht genau, wo wir das jetzt nutzen müssen. Ob wir das jetzt hier schon machen. Wo ist das? Nee, das ist es nicht. Wo ist das Teil jetzt eigentlich? Da. Der Beweis, dass der Träger ein ruhmreicher Ritter der neuen Moguin-Dynastie ist, die der Fürst des Blutes einläuten wird, benutzt dies, um eine Audienz bei Mog zu erhalten, aber nicht hier und nicht heute. Ja, okay, das heißt, kann man das einfach... Ja, geil. Und jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir jetzt da jetzt rüberreisen? Jetzt haben wir das dabei. Ist es jetzt dann obsolet, jetzt hier nochmal durch den Tunnel zu gehen? Ich weiß es nicht. Ach so, einfach direkt machen, jetzt bin ich schon hingereist. Jetzt sind wir nämlich in diesem Tunnel. Okay, wir müssen doch hier und heute einfach machen. Okay, alles klar. So. Ah ne, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte ja noch da. Es gibt noch eine Stelle, das habe ich in dem Video gesehen. Genau hier. Irgendwo sind hier noch in so in Wader und so. Aber ich weiß nicht, ob ich die hier noch kriege jetzt. Ich habe das nur in diesem kurzen Video gesehen, wie man zu dem Typen kommt. Den Typ selber habe ich mir nicht angeguckt. Aber. Scheiße, was ist das? Ist er das schon? Fuck! Okay, jetzt müssen wir uns mal unterhalten. Yo, okay. Was ich eigentlich sagen wollte in diesem Video, da war das so, dass es eine Stelle gab, das war so ein Blutmeer und da kommen drei Invader, wurde da gesagt, und wenn man diese Invader nicht macht, bevor man Mog macht, dann kommen die nicht. So, und da gibt es so eine Maske. Und irgendwie hatte ich gedacht, okay, wieso nicht, dann machen wir das doch. Ich habe jetzt keine Ahnung, ist Mog wahrscheinlich, nee, warte, Mog ist vermutlich dann hier oben rauf, oder? Das sieht doch aus wie ein Bosskampf. Aber ich weiß nicht... Okay, warte. Ja, aber jetzt kommt ja wieder dieser... Wie mache ich das denn? Oh, kommt jetzt wieder dieser unangenehme Skelett-Boy. Erstmal gehen wir hier hin. Oh, scheiße. Oh, der hat den gerufen, deswegen. Okay, alles klar. So, es wird Zeit, wir holen uns jetzt eine neue Gnade. Das mache ich ja nicht jetzt die ganze Zeit mit. Ich soll mich ein bisschen verrücken, damit man die Runenzahl sieht. Ja, können wir machen. Ein Stück so oder was? Aber jetzt sieht man sie eh nicht. So, was ist... Okay, ich check das. Ich dachte, hier wäre jetzt schon der Endboss, aber ist er gar nicht, oder was? Was ist denn hier? Hier ist...
Mausoleum. Ich dachte, hier ist gar kein Endboss. Ich dachte, das wäre hier schon. Ah, eine Karte. Aha, 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 okay. Da sind meine Seelen. Die wollen wir mal auch erst jetzt holen und dann... Darf ich hier oben nicht? So. Und die Frage ist doch, da ist ja so ein Herold hier mit so einer Trompete. Wenn ich den jetzt platt mache. Der hier, ne? Scheiß die Wand an. Okay, der macht einfach seinen eigenen Freund kaputt. Okay, alles klar. Der hat einfach endlos... Alles klar, der macht das endlos. Oh shit. Okay. So. Immer mit der Ruhe. Was sammle ich hier eigentlich gerade ein? Nehme ich einfach mit. Vielleicht brauche ich das später. Brauche ich eh nicht. Aber egal. Hier hinten sehe ich noch was Leckeres. Das schnappe ich mir jetzt. Siehst du? Nämlich einen schönen Runenbogen. So, jetzt wollen wir mal nach einem Bonfire gucken. Ganz in Ruhe, bevor jetzt hier irgendwas passiert. Also. Den mache ich erstmal platt. Die Tonschere ist massiv irritierend, aber das kriegen wir schnell hin. Ein Schmiedestein. So, okay. Treppe hoch da hinten, wo ich gerade war, ist noch eine Treppe hoch vielleicht. Oder ist ein, was ist denn da? Ein Händler. Nee, überhaupt gar kein Händler. Es ist der blutige Metzger. Entschuldigen Sie bitte, ich wusste nicht, dass er nicht allein ist. Ich dachte, Metzger ist ein Solo-Handwerk. Ah, warte mal, ist das hier mit den NPCs, was ich euch gerade erzählt hatte? Ich kann hier Geister beschwören, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Wie konnte man nochmal so seinen Geist beschwören? War das so, ne? Ah, ja. Die mache ich jetzt alle weg. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Hey, 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 hey. Okay. Ah, die Sounds sind hart nervig. Da kommen noch mehr von den Fröschen. Okay. Warum ich das jetzt mache, ich weiß es nicht. Blutbefleckter Code, wow! Ja, das wollte ich schon immer mal haben. Was bringt mir blutbefleckter Code? Man weiß es nicht. Kann man sich mit krank schreiben lassen vielleicht. Ich bin komplett wieder abgelenkt. Ich wollte ganz was anderes machen. Ich wollte mir erstmal das Bonfire holen. Aber ihr seht ja, ich bin komplett jetzt wieder leider bei was anderem. Siehst du, jetzt habe ich nämlich einen Fliegenschwarm. Blutgerinnsel eines irgendwas anderem. Gut.
Aber hier sind wir nicht bei den NPCs, oder? Von denen ich geredet hatte. So, also, pass auf. So, Jackie McCheckenstein. Hier ist das Mausoleum. Vermutlich ist da dann... Was? Nein, 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 nein. Oh, Blutfeld mit Kordel, nice. Nils, warum schaust du keine EM? Ja, ich lasse ein Spiel nur aus. Das, alle anderen gucke ich. Das ist das einzige Spiel heute und ich gucke es nebenbei. Ansonsten schaue ich alle Spiele. Aber ich wollte heute auch ein bisschen streamen und ich will lieber das Spiel heute Abend gucken, das England-Spiel. Okay, die sind ganz schön frech. Spatz. Kommt noch mehr von denen. Okay. Die machen ganz schön Schaden bei mir, die Jungs. Also, das ist mir auch was übrig. Aber es lohnt sich, ne? Blutbefleckter Kot ist, glaube ich, echt was Gutes einfach. Ich kann mir vorstellen, dass man da richtig Spaß mit haben kann. In dem Spiel später. Sag mal, spawnen die eigentlich unendlich aus... Kann das sein, dass es hier... Wait a minute. Haut der jetzt gleich ab? Der ist sehr gelenkig. Traut man dem gar nicht zu. Die respawnen doch ständig, da kannst du mir doch nichts erzählen. Ist auch ein Respawner unterwegs. Nee, 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 das glaube ich nicht. Irgendwas ist hier, irgendwas läuft hier nicht richtig. So. Wo, was ist hier? Irgendein Priester treibt hier sein Unwesen. Was ist hier los? Ist das eine Falle? Scheiße, ist eine Falle. Eine Falle. Oh, was? Blutzoll? Irgendwas Geiles habe ich gerade. Konnte nicht richtig lesen, was das ist. Ja, der hätte mich überfallen hier, genau. Wenn ich mein Spiegelbild nicht beschworen hätte, dann hätte der mich jetzt von hinten geärgert. Da hinten sind noch mehr von den Leuten. Ach so, der haut jetzt ab, ne? Ja, ich hab extra. Oh shit. Lassen wir das doch kurz. Ohne Blutrose, das ist ja ganz toll. Sag mal, ganz ehrlich, Leute, wie viele von diesen Leuten, also die, das ist die, oh Gott im Himmel. Wie viel leben denn hier von denen? Guck mal, der Battlebruder hier links, der ist auf jeden Fall... Der hat magische Kräfte oder so. Die sind nicht ohne, die Leute. Die müssen wir erstmal in Frieden rauslocken. Spratz! Immer einen nach dem anderen.
okay. So, das ist hier wieder so eine Wache da. Wie viele gibt's da? Den hier. Den. Und dann machen wir mal. Also, das hat schon Style, wie die so rumrollen. Das kann ich schon respektieren. Der hat hier was Rotes am Popo. Das sind einfach nur arme Gestalten. Das tut mir ein bisschen weh, dass ich die so erschlagen muss, aber... Was willst du machen? Albinaurik heißen die. Albinaurix. Wie können sie es wagen, dort zu leben, wo wir durch müssen? Ja. Exakt, das war ihr letzter Fehler. Oh, guck mal hier! Wir haben so ein Dings gefunden, was wir gesucht haben. Aber wenn ich jetzt hier raste, dann kommen die ja alle wieder, oder? Die haben wir jetzt ja gerade erfolgreich platt gemacht. Oh, was ist das? So ein Priester mit einer Blutkeule. Jetzt bräuchten wir einen Gleitschirm. Aber ich kann vielleicht auch links darüber... Ja, ist schon interessant. Da will ich natürlich direkt gegen den kämpfen. Das ist das ein Rabe? Das ist so ein Blutrabe. Guck. Ich dachte, er hat eine Keule, aber er hat gar keine Keule. Das ist sein Körper. Das ist sein Kopf. Stellt sich raus... Warte mal, jetzt muss ich erstmal das Handling, wie war nochmal? Aha, das habe ich befürchtet. So, genau, und jetzt? Ah ja. Ah, er ist hier runtergefallen. Yes! Der ist einfach super dumm gewesen. Der ist einfach richtig dummer Vogel gewesen. Dann ist noch einer von diesen dümmlichen Geschöpfen. Ja, so weit komme ich aber nicht. Wie kann ich nochmal die Pfeile jetzt wechseln? Ja, okay. Also das haben wir super hinbekommen. Trotzdem ist die Frage, gehen wir da jetzt zurück? Ich will jetzt ungern da rasten, dann sind die ganzen Wahnsinnigen wieder zurück. Ich könnte darüber und dann... Guck mal, einer von denen lebt noch. Der, nee, das tut mir leid. Ja, das geht nicht, weil du weißt zu viel. Zu viel gesehen. Guck mal, der oben muss doch der Bösewicht sein. Also wenn ich jetzt raste und der Vogel ist wieder da ist, dann kann ich wahrscheinlich ohne Ende farmen, oder wie ist das? Guck mal, wir haben auch 137.000 Mark. Ich weiß gar nicht genau, was kostet mich denn der nächste? Ah, 168.000 Mark kostet mich das nächste. Ja, ne. Dann gib mir mal das. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Ist hier ein Durchgang? Ich muss ja da irgendwo rüberkommen. Was haben wir hier? Nehme ich. Ja, hier komme ich jetzt in diese Suppe rein. Die Frage ist... Ist das hier die Plattform, wo der... Ne, hier, da ist das Ding. Hier ist eine Wand, da komme ich ja vielleicht gar nicht durch. Oder? Komme ich da nur von der anderen Seite durch? Okay, also wir haben 10 Flasks. Ich
gehe jetzt einfach runter. Ich mache einfach Spaß. Wir haben jetzt hier so ein Ding, wir können eine Schnellreise machen sonst. Was ist das? Eine Blutfontäne. Okay. Nee, doch, da oben war ich, ne? Ja, von hier habe ich runtergeschossen und hier war dieser dumme Rabe. Das ist doch wieder eine Falle hier, ich riech das so. Oh, Handbuch des nomadischen Kriegers. Geisterlilie. Die ist doch selten, ne? Braucht man die nicht zum Upgraden der NPCs oder sowas? Boah, ich habe so viel vergessen. Blum, blum. Seltsames Geräusch. Oh, oh, ja, ja, ich werde invasiert. Ach so, hi. Ah, was ist das denn? Hör auf! Arschgesicht, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Ah, Fakumat. Ah, die namenlose weiße Maske, ha? Huh? Oh, scheiße, der, was ist der Freunde dabei? Alter, Alter, hör auf mich zu zacken! Hör auf jetzt! Hunde gebellt! Au, scheiße. Au, 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 au. Ey, 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 ey. Fuck. Oh, 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 okay, okay, okay. Ey, wieso seid ihr nicht tot? Okay, 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 Ruhe jetzt! Schluss, 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 Schluss! Wisst ihr, was mich irre macht, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben? Ich muss mich nochmal darüber beklagen. Ich habe eine Bild-Tonschere. Ich habe das so eingestellt, dass für euch kein Delay ist. Dafür habe ich jetzt den Delay. Ich weiß, ich kann es euch technisch nicht erklären. Oben ist so ein Bäumchen. Aber es ist in der Tat so, dass bei mir das ungefähr eine halbe Sekunde bis eine Sekunde verzögert ist. Was halt den Ton angeht, der hängt halt einfach hinterher. Das ist, ich kann es euch nicht erklären, aber es nervt kolossal. Da muss ich dringend nochmal eine Lösung finden. So, ich will da oben auf den Baum rauf. Ach so, ich darf... Ah, okay. Okay, okay, okay. Wir wollten uns mal die Maske angucken. Was haben wir denn da jetzt Tolles gefunden? Wo bist du denn? Da. Was kann die denn? Eine von Blut befleckte Maske mit einem leichten Grinsen stammt vom Feldchirurgen, deren Morde angeblich von Mitgefühl geleitet wurden. Der Fürst des Blutes belebt den Träger mit seinem Fluch. Wenn Blut vergossen wird, erhöht leicht eure Angriffskraft, wenn jemand in der Nähe an Blutverlust leidet. Okay, das ist doch eigentlich aber eine Maske für ein Blutbild, die ist doch ganz gut, oder? Weil es, ich erzeuge ja Blutung und dann erhöht die meine Angriffskraft. Kann Nikola das nicht fixen? Nee. Sollen wir uns die mal angucken? Was habe ich denn da jetzt an? Also, die kann... Sein Katana, seine Meisterschaft und schon bald wurde aus Okinawa einfach ein Dämon mit dem Schwert. Aber der hat ja keine Special-Fähigkeiten, das Ding. Es hat einfach nur okaye Werte.
Deren Werte sind schlechter. Aber dann habe ich halt diese Blutgeschichte. Ist doch eigentlich cool. Okay, aber dann hat sich das doch schon gelohnt. Weil ich, das waren nämlich die Leute, die ich hier auch besuchen wollte. Ich hatte irgendwo gehört, dass hier ein Invader ist, der so eine Maske droppt. Und wenn ich jetzt zuerst diesen Mogul da, oder wie der heißt, Morg, wenn ich ihn zuerst platt gemacht hätte, dann wären die nicht mehr gekommen. So, dann gehen wir mal hier rauf. Oh, noch einer. Ey, warum? Oh, kein Sound, kein Sound. Geh weg. So, Invader Nummer 2. Einer kommt dann vermutlich noch. Aber ich habe jetzt gar keine Flasks mehr so wirklich. Was habe ich da? Oh doch, 2 Flasken. Also, ich bin beleidigt, dass der Ton so nervig ist, aber wir werden das irgendwie fixen können noch. So, was haben wir denn hier noch? Das ist dieser Rabe. Wir machen erstmal die Hundis da oben platt. Sonst fallen die mir in den Rücken. So, wie stark ist der Rabe? Kriegt der Schaden, der Rabe, wenn man den in so eine Fontäne reinlockt? Na, Rabi? Das ist, sorry, das ist komplett assi, so zu spielen, macht gar keinen Bock. Oh, ha, 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 ha. Ich glaube, ich spiele lieber ohne Ton. Und noch ein bisschen blutbefleckten Code, das ist ja toll. So, da hinten ist aber noch ein Leckerli. Guck mal, das holen wir uns doch mitten in der Blutsuppe hier. Noch einen kleinen Schmiedestein. Die habe ich hier fast übersehen, die Boys. So, Platz. Aber der hackt da irgendwas. Ah! Hey, Boy! Das zum Beispiel, der hat da so einen kleinen Sound von sich gegeben. Den höre ich natürlich dann viel später erst. Also, hier ist das Ding. Aber das wird ja nicht die einzige Gnade sein, ne? Da kommen wir wahrscheinlich von oben lang. Also da ist jetzt... Obwohl, warte mal, hier geht es ja auch noch weiter. Da haben wir nur das Kartenstück vermutlich noch nicht. Da können wir auch lang. Aber wir haben... Ja, 4 Flaschen, das geht doch.
So, dann machen wir den Vogel nochmal platt. Ah, der ist schnell. Okay, ich habe gedacht, ich kann den vielleicht so platt machen, aber kann ich nicht. Da habe ich einfach mitgeschleift. Okay. Komm, wir gehen hier mal weiter hoch. Oh, Heiligfett. Das habe ich mir echt auch schon gewünscht. Da liegt noch irgendwas Tolles. Ey! Weil man nichts hört, ne? Blutbefleckter Kot. Vielleicht ist es so eine Abwehrung hier auch. Das macht dann 3 blutbefleckter Kot. Oh ja, es ist heute im Angebot. Ja, ja, ist im Angebot. Morgen kostet wieder 5 blutbefleckter Kot. Was haben wir denn hier? Ist sehr schaurig. Oh, ein Talisman. Heiligdrachen-Talisman. Benötigen wir sowas? Nee, oder? Aber auch den Erlöser. Achso, was, warte mal, was haben wir denn? Ach, guck mal, wir haben ja sogar. Nee, okay, das ist gegen Heiligenschaden. Habe ich eigentlich irgendwas Besseres noch? So ein besseres Medaillon oder so? Ist es das gleiche? Weisheit, Geschick, Stärke. Ah, okay, wir haben ja ein Stärkebild. Ein Geschickbild. Aber ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon gelevelt habe, Geschick, dass mir das quasi gar nichts mehr bringt. Erhöht deutlich eure Attribute. Woran erkenne ich denn jetzt, wenn ich das mal wechsle? Das muss ich doch eigentlich ändern, oder nicht? Okay. So. Ah, okay. 82. Also schon ein paar Level auf jeden Fall. 5. Weisheit. Okay, Geschick bleibt gleich, aber Kraft geht runter und Stärke 5, Kraft 5, Kondition 5. Naja, okay, ist schon nicht so schlecht. So, wir wollen weiterlaufen. Und zwar in diese Richtung. Mal gucken, ob hier. Okay, hier ist ein tiefer Abgrund. Von wegen, da geht's weiter. Was ist hier für eine rote Suppe da an der Wand? Was ist das? Gefährlich aus. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also da müssen wir vermutlich dann hoch. Was haben wir noch? Hier haben wir auch noch sicherlich eine Gnade irgendwo. Da müssen wir dann mal hochgehen. Ich weiß nicht, ob ich den Boss so spielen will, wie ich gerade aufgestellt bin. Mit dem Sound.
Vielleicht muss ich die PlayStation mal neu starten. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber so kann ich ja keinen Bossfight machen. Adernblatt. Kann ich hier raufklettern? Nö. Sieht mir nicht danach aus, dass das kletterbar ist. Ändert den Sound zu... Ja, das ist ja auch für euch zum Zuschauen massiv nervig dann. Oder? Wenn ich das jetzt auf euch zumute, das ist ja auch blöd. Es gucken ja mehr Leute zu, als Leute spielen. Huch, was war das? Achso. Wupp, wupp. Ah, ein paar klärende Boli und noch ein bisschen blutbefleckter Code. Na, das ist doch toll. Oh, okay. Da war ich jetzt aber jetzt nicht drauf vorbereitet. Okay, das war relativ schnell. Tschüss, namenlose weiße Maske. Ich habe mich einfach mal auf einen Infight eingelassen und mir gedacht, ich bin stärker als er. Das war einfach. Das war so wie Rocky früher, die Rocky-Filme. Einfach keine Deckung, einfach gib ihm. Mit der Eisenfaust. Hier sind die ganzen Freunde, die wir schon besiegt hatten. Schauen uns das alles in Ruhe an. Wir haben ja kein Stress. Ah, jetzt haben wir das Skelett hier noch irgendwo in der Nähe, ne? Will ich jetzt mit dem Skelett mich anlegen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber an dem Skelett vorbeireiten könnte man noch bestimmt gut machen. Und dann hier links da wollte ich dann nochmal rein. Ich glaube, das kommt ploppt da hinten auf das Skelett. Ich laufe einfach mal. Der hat ja auch nicht mehr diesen Herold jetzt, der mit der Trompete gerufen hat. Ich weiß gar nicht, ob das Skelett überhaupt nochmal kommt. Dann müsste ich eigentlich nur nah an den ran, dann mache ich den wahrscheinlich platt. Ja, aus der Entfernung nicht, okay. Okay, immer diese verzögerten Angriffe, ne? Das finde ich ja hart nervig. So, was ist jetzt mit Skeletti da? Ist er wieder weg? Na gut, jetzt sind wir auch schon vorbei. Ich wollte ja hier nochmal rauf. Die nehmen wir mit, die leuchtet so schön. So, was ist hier noch? Wir haben vorhin nochmal ganz kurz reingelunzt. Das Mausoleum und da bin ich direkt wieder umgekehrt, weil ich auch dachte, hier ist vielleicht schon direkt der Boss, aber ist ja offensichtlich gar nicht so. Das Gebiet ist doch ein bisschen größer. Alter Schwede, hier ist das Ding, oder was? Das ist ja mehr als lächerlich. Ich hätte einfach nur 2 Meter weiter geradeaus gehen können. Aber ihr habt mir das im Chat auch gesagt. Ich habe einfach nicht auf euch gehört. Muss ich fairerweise sagen. Aber komme ich dann jetzt den Weg darauf zum Boss auch, vermutlich. Aber das ist auch gut, weil ich hatte euch ja gesagt, wenn ich diese 3 Invader jetzt platt, also wenn ich die nicht platt gemacht hätte und wäre direkt zum Boss gegangen, dann wären die nicht mehr wiedergekommen. Von daher ist doch eigentlich alles supidupi.
So. Wir machen jetzt mal Folgendes. Das war jetzt so ein erstes Reinschnüffeln in die Gegend, in der wir Mock noch machen müssen. Das war jetzt einmal zum Warmwerden. In der nächsten Folge geht's zum Boss. Gehe ich mal von aus, der kann nicht so weit weg sein. Ich nutze diese Pause, um die PlayStation nochmal neu zu starten, weil mir das komplett auf die Eier geht, dass ich eine Sekunde später höre, was ich mache. Das geht einfach so auf Dauer nicht. Deswegen, ich versuche es nochmal kurz zu fixen. Und nächste Folge ist dann Bossfight. Ich bin sehr gespannt, wer mich da erwartet. Bis dahin, gut Schnitzel.